Ja, meine lieben Freunde, und da sind wir wieder bei Let's Play Fallout 4. Euer Mark, euer Kaffeeonkel. Ich habe jetzt gerade mal im Off ein bisschen rumgesucht. Habe das jetzt mal versucht, hier irgendwie ein paar Waffen zuzuweisen. Mit mäßigem Erfolg. Wie gesagt, ich habe es noch nicht so ganz gecheckt, wie das alles funktioniert hier. Hier haben wir leider noch keine Munition. Messer haben wir auch. Wir bleiben auf jeden Fall mal hier bei der Knarre und wollen uns hier noch mal ganz kurz noch mal reinschauen, ob wir nicht noch irgendwas übersehen haben. Aber ich glaube es eher nicht, ne? Nee. Oder was kann ich hier noch herstellen? Ja, lalala. Ich glaube im Moment kann ich hier nicht allzu viel machen. Die Musik kenne ich auch irgendwo her. Ja, und dann wollen wir mal weiter auf die Suche gehen. Oh, was haben wir hier noch? Was ist das? Was ist das? Mitnehmen. Alles mitnehmen, natürlich. Sehr schön. Also wie gesagt, ich muss natürlich hier noch reinkommen in das ganze Spiel. Sehr nice. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier richtig bin. Scheißviecher. Na, das wird noch interessant. Bramfleisch, na lecker. Was auch immer. Muss ich da lang? Das sieht ja düster aus hier. Oh, oh. Ich glaube, hier bin ich richtig. Okay. Schauen wir uns erstmal um. Öffnen. Mhm. Futter. Da haben wir auch was. Kronkorken. Okay. Mhm. Gehen wir mal hoch. Also es ist halt sehr viel Sucherei im Spiel. Haarklammer. Lalala. Okay. Sehr schön. Was ist das? Ja, oh, oh. Solange wir es tragen können, nehmen wir es auch mit. Also es hat schon sehr Rollenspielcharakter. Ja. Ach, ich kann ja eigentlich auch hier Licht machen, ne? Mit meinem Meti-Teil da, mit meinem komischen Gedönse. Da kannst du auch immer Sachen reintun. Oh. Bin ich jetzt einfach da runtergeklatscht, oder? Naja. Wie auch immer. Gehen wir weiter. Ins nächste Haus. Ich arbeite mich jetzt einfach mal so ein bisschen Haus für Haus durch. Da komme ich schon mal nicht rein. Okay. Da komme ich auch nicht rein. Ich muss mal hier eine ganz kurze Pause machen. Sehr schön. Ja, musste mal einen Schluck trinken hier vor lauter Quatschen. Schon ganz trockenen Mund, einen ganz trockenen Hals. Sieht nicht so aus, als könnten wir hier überall rein, ne? Das war wohl das einzigste Haus, das man rein kann. Aber was haben wir hier? Nichts. Okay, was können wir hier machen? Auch nichts.
Auch nichts. Okay, was sollte ich hier eigentlich nochmal machen? Komme ich hier vielleicht rein? Auch nicht. Na da. Und was höre ich da? Ich höre doch da Geballer. Hier komme ich rein. Jawohl, erstmal Gesundheit wieder ein bisschen auffrischen hier. Oh, was haben wir hier? Sehr nice. Oh. Naja. Ruinen halt. Was haben wir hier noch? Oh. Jawohl. Was haben wir hier? Okay. Yeah. Cool. Also wie gesagt, das mit dem Zuweisen, ja, hier kannst du auch Outfits wählen, aber ehrlich gesagt hat mir das hier eigentlich fast am besten gefallen. Behelf. Was kann ich jetzt eigentlich damit machen? Achso. Damit kann ich... Okay, damit... Das kann ich jetzt hier also quasi zu mir nehmen. Okay. Ach, die habe ich auch noch nicht angeschaut. Ja, die werden wir uns demnächst mal anschauen. Schrottmotz. Okay. Moment mal, kann ich hier irgendwie... Ah ja, okay. Waffen. Okay. Impro-Gewehr. Moment. Wie habe ich denn das jetzt nochmal gemacht? Shit. Na. Alter. Impro-Gewehr. So, Impro-Pistole. Nee. Wie kann ich dich jetzt zuweisen? Ja, das machen wir auch gleich. Alter Schwede, ich würde gerne... Das gibt's ja nicht. Wie kann ich dich zuweisen? Kann ich dich überhaupt noch zuweisen? Nee, das war... Shit happens. Ah, guck mal. Sehr schön. Ja, so will ich das haben. Nice. Achso, wir haben noch vergessen, die Skills zu machen. Leute, es tut mir leid, es ist ein bisschen... Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen mit dem Spiel so ein kleines bisschen überfordert. Oder nur so ein kleines bisschen. Lalalalalalalala. Dun, 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 dun. Nein, nein, nein. Hä, wie habe ich das jetzt? Ach da, okay. Level up. Oh je. Wir haben Wahrnehmung, Stärke, Charisma, Ausdauer, Beweglichkeit, kanalisiert deinen Geist, Willen, nicht automatische Pistolen verursachen 20% mehr Schaden. Du weißt, wie man die verborgene Reichtümer im Ödland findet und sowas.
Meisterhändler, du beherrschst die Kunst des Handelns beim Kauf und Verkauf, erzielst du bessere Preise. Ja, ich glaube, wir nehmen mal das hier, oder? Jawohl. Ich kann auch, glaube ich, nur einen Punkt. Ja. Jawohl. Dann wollen wir mal weitergehen, da haben wir auch noch was. Schauen wir uns hier mal um. Ja, es ist ein bisschen verworren. Also ich stelle mich auch ein bisschen an vielleicht. Kann sein. Okay. Besser nicht runterklatschen hier. Oh, da geht's. Da ging's mal hoch. Jetzt nicht mehr. Mhm. Es ist halt viel mit Suchen und so weiter, ne? In dem Spiel. So ein typisches Ressourcenspiel halt. Ja, wie viel ich davon mitnehmen muss, weiß ich nicht. Weiter geht's. Was? Moment. Rider? Das ist doch scheiße. Das wird sicher lustig. Könnte sein, ja. Sehr schön. Nice. Cool, alles mitnehmen. Ja, dann gucken wir... Ah, ich wieder. Dann schauen wir gleich nochmal rein. Ja, Stärke, lalala. Da will ich doch gar nicht hin. Nein, ach Leute. Irgendwie finde ich es ein bisschen... Vielleicht hätte ich sollen... Ach, ich muss, glaube ich, hier, ne? Billard... Ja gut, Springmesser. Mhm. Aber wir haben auch noch Kleidung. Was ist denn? Sieh dich in Concord um. Achso, ja, okay. Karte. Ach, wir haben auch eine Karte. Na, schau mal einer an. Echt wahr, du. Sieh dich in Concord um, ja. Ah, okay. Da, da, da. Kleidung. Bringt der Schutzhelm irgendwas? Weiß ich gar nicht. Bestimmt. Sack. Kapuze mit Riemen. Okay, rotes Halstuch, Lederrüstung. Ja, das könnten wir mal anlegen. Kapitänsmütze, Gurtzeug, was bringt das? Hier würde ja auch was dran stehen, was es bringt, ne? Resistenz, Gewicht, lalala, Wert, lalala. Was haben wir hier? Resistenz. Was bringt das Gurtzeug überhaupt? Was? Sackkapuze mit Riemen? Okay. Oh. Sieht sehr interessant aus. Nun gut.
Wollen wir mal weitergehen hier? Oh! Okay. Mitnehmen. Wir nehmen alles mit. Die Musik klingt irgendwie nicht so gut. Okay, was haben wir hier? Kann ich hier was machen? Nein. Ja, ihr seid auch nicht mehr... Ihr liegt auch schon was länger rum hier. Scheiße. Oh. Interessant. Ja, Plastikschale. Weiß ich nicht, ob ich das alles brauche. Das Schloss sieht stabil aus. Abgeschlossen. Tja. Na, ich will mich erstmal noch umgucken. Ich glaube, da muss ich auch hin, ne? Commonwealth öffnen. Ja, ich will erstmal hier mich noch umgucken. Nicht, dass wir hier noch die Hälfte übersehen haben. Da geht es zum Beispiel noch runter. Sehr schön. Was haben wir hier? Nichts. Auch nichts, aber hier ist doch bestimmt was drin. Ah. Sehr schön. Munition ist immer gut. Wenn ich auch die Waffe wohl noch gar nicht habe, ne? Das ist mir gerade nichts angezeigt. Weiß ich gar nicht. Was haben wir hier? Wunderkleber, okay. Klebeband. Verstellbarer Schraubenschlüssel. Ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Benzinkanister. Ja, wie gesagt, das mit dem Inventar und so, das ist ein bisschen... Ach, ich will mich doch nicht hinsetzen. Naja, egal. Aber das da wollte ich mal nochmal angucken. Ein Gurtzeug. Sieht doch auch cool aus, oder? Strange. Ja, so können wir auch mal rumlaufen. Was soll das? Nein. Okay. Moment, ich will mal gucken, geht's da noch nicht, ging's da nicht noch irgendwo nach oben? Okay, ich kann anscheinend keine Waffe auswählen hier, oder doch? Kann ich die nicht benutzen? Bin ich erschrocken, das sind nur Puppen. Alter Schwede. Was ist das? Was ist das? Okay, keine Ahnung, mitnehmen. Was haben wir hier? Mitnehmen. Sitzen, okay. Yo. Interessant. Ich weiß nicht, zwar nicht, wie viel Gesöff ich da brauche. Was soll das denn sein eigentlich? Aha. Okay, da hat irgendjemand Humor. Ist wohl eher ein schwarzer Humor, würde ich mal sagen. Okay. Anscheinend kann ich gerade keine Waffe in die Hand nehmen.
Ja, dann gehen wir mal da rein. Was haben wir hier noch? Achso, das ist ein Ding, kann ich nicht. Okay, dann gehen wir mal da rein und schauen, was hinter dieser Tür ist. Oh oh. Okay. Was hat er denn gefunden? Was hat unsere Freundin gefunden? Aha. Wie geht's dir, Kumpel? Hey Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Cool! Ist ja geil. Hey, wie geht's dir, Kumpel? Hey Junge, kannst du was für mich finden? Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Ach, das war schon alles. Okay. Aber er hat mich doch hierher geführt, oder spinne ich? Wow! Okay, hat mir aber nicht geschadet anscheinend. Aufgepasst. Wie geht's dir, Kumpel? Hey Junge, kannst du was für mich finden? Na, findest du hier was Brauchbares, Junge? Was war das? Okay, und nu? Hey, hier oben! Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Okay. Welche Lasermuskete? Zeitreisen für Anfänger abgeschlossen, okay. Die Lasermuskete. Nur sehr schön. Ja. Okay, Lasermuskete, wo? Wo muss ich denn hin? Alter Schwede. Abgeschlossen. Was? Aua! Alter Schwede, was geht hier ab? Glaub nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Nee, ich auch nicht. Gegen wen kämpfe ich eigentlich hier? Aua! Aua! Penner! Nein, will ich doch jetzt nicht. Mein Gott! Wer ist hier wer? Aua! Shit happens, ich schnall's gerade mal wieder nicht. Da! Na komm schon! Lade nach! Gibt's ja nicht! War das alles? Ich hab's gerade echt nicht geschnallt. Ich hab's
jetzt anders drauf. Was? Hast dich verpisst, was? Bist der Penner. Bist der Penner. Was ist denn? Weg. Da hoch. Wie soll ich da hochkommen? Zeig dich! Los! Wenn du dich traust! Ja? Zeig doch du dich! Glaubst du, dass Au! Au! Was ist los? Wow, mein Hundi! Du Arschgesicht! Arschgesicht! Lade nach. Alter! Keine britischen Besatzer mehr! Alter, ich hab's voll nicht geschnallt, ganz ehrlich. Was geht da ab? Das ist doch bestimmt nur eine Puppe, oder? Okay. Okay. Strange. Okay. Strange. Okay, weiter geht's. Er ist so ein bisschen Survival-Shooter, würde ich fast sagen. Ja, ich glaube, ich lasse das mal lieber. Nein. Wirst du mich mal hier lassen? Danke. Gucken, was haben wir hier? Sehr schön. Weiter geht's. Mhm. Hoch da. Arschgesicht. Mitnehmen. Okay, looten. Ich nehme einfach mal alles mit. Können wir dann später immer noch gucken. Level up, okay, Skill. Ich brauche noch ein Medikament dagegen wahrscheinlich. Alter. Ja, aber der Helm, ganz ehrlich, der sieht auch mal mega scheiße aus. Den ziehen wir mal ab hier. Wobei der halt schon was bringt, gell? Das ist eine Sackkapuze mit Riemen. Wahrscheinlich sowas, ne? Ih, sieht ja scheiße aus. Naja, egal. Gehen wir mal weiter. Ich komme rein und ich ziehe jedem einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon, wir gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Okay. Geh mal spazieren!
Aber ich komme wieder. Und dann seid ihr tot. Was ist der Penner? Wo ist mein Hund? Psst. Warte. Oh oh. Hey, wer ist da? Niemand. Hab sie gefunden! Arschgesicht! Oh. Okay. Gehen wir weiter. Alter Schwede. Lade mal nach. Lalala, also ich bin mir gerade immer noch am gucken, ne? Level up kann ich auch schon wieder machen, anscheinend. Mhm. Ja, am Anfang würde ich sagen, wir gehen einfach mal auf Stärke. Das Teil da, das sieht so bescheuert aus. Mal ganz ehrlich. Gefällt mir gar nicht. Was ist denn eigentlich leichte Kleidung? Ja, whatever, keine Ahnung. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Gehen wir einfach weiter. Wo sind so unsere Wauzi? Kann ich den eigentlich herrufen? Aufgepasst. Zu mir. Ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Mhm. Nee. Alles klar. Hm. Nein, das ist es nicht. Gott verdammt. Ja, ich helfe mal gerne. Ich helfe gern. Wenn das stimmt, könnten wir noch etwas Hilfe gebrauchen. Wie du siehst, haben wir ja ein paar Probleme. Na, erzähl mal weiter. Bitte, erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Ghule? Ghule? Was sind Ghule? Gottverdammt. Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Nee. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Nicht. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Okay. Dann lass mal hören. Sturges, sag's ihr. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen.
Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär. Okay. Was macht diese Power-Rüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Ja, Minigun ist klar, könnte funktionieren. Das ist Selbstmord. Gute Idee. Minigun? Das wollte ich hören. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. War klar. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir aber wissen, wie wo man nicht in das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ja, klar. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Ja. Nice. Vorsicht, Kind. Es kommt was. Und es ist wütend. Okay. Ja, meine lieben Freunde. Und ob wir das hinbekommen, was es damit auf sich hat. Ob wir dieses Teil finden. Oder auch nicht, oder wie auch immer, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Bis dahin, euer Maiko, euer Kaffeeonkel. Have a nice day und ciao, ciao.